Hallo ihr Lieben, da spricht wieder der Christian, euer Fototrainer. Und wie ihr seht, ich bin schon wieder im Grünen unterwegs. Heute ist mal ein nicht so heißer Tag und den nutze ich gleich, um ein paar Videos aufzunehmen. Und zwar geht es heute um, Achtung, das Samyang 85mm 1.4 in der Version 2 für Sony E-Mount. Das Teil ist ziemlich neu am Markt und ich habe es irgendwie schon ergattert, also ich habe schon ein Exemplar seit ungefähr 14 Tagen bei mir zu Hause und nutze es auch schon eifrig. Und heute mache ich ein paar gezielte Testaufnahmen, um euch ein bisschen was zu zeigen. Switchen wir mal kurz die Kamera um. Da ist es schon das gute Stück. Wie ihr seht, ist es wieder hier montiert auf meiner Sony A7 III, auf einer ganz, ganz normalen, gut bekannten Kamera. Hier ist das Objektiv drauf. Hier haben wir noch eine sogenannte Streulichtblende, die ist aus, ja, ist aus reinem Kunststoff, ja, nichts Besonderes. Und ansonsten haben wir hier das gute Teil, ja, das ist schon ein richtiger Brocken, aber es ist eigentlich nicht zu groß und auch nicht zu klein, also es fühlt sich richtig, richtig gut an. Ihr seht es hier, 85 1.4 FE Mark II. Hier haben wir diesen Custom Switch wieder und auch diesen Button hier, diesen Focus Hold Button. Man kann die auch ein bisschen umbelegen, das habe ich zwar noch nicht gemacht. Die einfachste Variante ist hier den Switch runterzustellen und dann hier diesen Focus Ring als Blendenring zu benutzen. Das ist sozusagen die Standardeinstellung, aber soweit ich weiß, kann man das auch ändern. Ja, habe ich mich noch nicht damit beschäftigt. Auch der Focus Ring ist, der verwendete Blendenring dann, ist für mich eigentlich nicht wirklich interessant, weil ich steuere meine Blende eigentlich lieber mit dem Daumenrad. So, was kann ich euch da noch zeigen? Ja, hier steht noch die Naheinstellgrenze drauf. Die ist 0,85 Meter, ist leicht zu merken, also 85 Brennweite und 0,85 auch die Naheinstellgrenze. Ansonsten gibt es hier auf der Linse keine weiteren Elemente, die interessant wären. Ja, das ist es mal so. Schauen wir uns das mal so im Vergleich an. Hier das Samyang und hier das Sony 85 1.8. Von der Größe her ist das Sony, na, muss ich das ein bisschen so herlegen, schon noch etwas kleiner. Es ist auch etwas leichter. Ich finde, es ist auch wirklich ist eine tolle Linse, eine gute Kombo. Preis-Leistung finde ich beim Sony richtig gut, passt. Ist halt eben 1.8. Ich habe das sehr lange in Verwendung, ich liebe es, sehr heiß, es ist wirklich praktikabel, es ist also die Sony 1.8er Linie ist durchaus zu empfehlen, aber wie gesagt 1.4 sollte nochmal alles besser können. Es liegt auch wahnsinnig gut in der Hand, also es liegt wirklich schön satt in der Hand, ist nicht zu groß und nicht zu klein, nicht zu schwer und nicht zu leicht. Dieser Fokusring läuft ja, nicht unbedingt leicht, aber auch nicht schwer. Ich würde sagen, so richtig gut, gerade richtig. Nicht ganz auf dem Niveau eines Sony G-Masters. Ja, natürlich nicht. Aber allemal gut verwendbar und richtig edel. Gut, bauen wir das wieder zusammen. Nehmen wir noch ein paar Testaufnahmen auf und dann geht es wieder zurück an den Computer. So, das war mal der erste Blick auf dieses Samyang 85 1.4 Mark II für Sony E. Wie gesagt, ich bin jetzt schon ein paar Wochen mit dem Teil unterwegs und mache schon einige, ja, fast tausende Fotos damit gemacht. Bin auch noch ein bisschen am Experimentieren wegen der Schärfeeinstellung, aber das erzähle ich euch dann später, dann, wenn ich wieder an meinem Computer bin. Ja, und ich sammle jetzt mal Testbilder, um ein bisschen was zu vergleichen. Kurz gesprochen, warum 85 1.4? Was macht das für Sinn und wer braucht sowas? Beim 85er spricht man immer gern von einer Porträtbrennweite. Das ist in meiner Welt auch ziemlich richtig, da ich eben sehr viel Hochzeitsfotografie mache, ist das Thema Porträtfotografie natürlich ein großes. Das ist richtig. Ich habe auch immer eigentlich ein 85er mit auf meinen Touren und auf meinen Aufträgen. Und ja, man kann toll damit Porträts fotografieren. Nicht nur. Man kann viele andere Sachen auch damit machen. Aber 85 gilt also als leichtes Tele oder so, ja, eine Telebrennweite. Und damit ist natürlich schönes Freistellen als auch lichtstarkes Arbeiten möglich, mit dank der 1.4er Blende. Das ist auch schon der Knackpunkt. Warum 1.4er Blende? Es gibt auch Objektive, ich habe auch ein Sony 85 1.8,
das ist sehr gut, das ist sehr scharf, das performt fein, das war auch lange Jahre mit in meinem Rucksack. Warum 1,4? Ja, genau. Das 1,4 ist so, ist ein Fotografenproblem. Wenn man weiß, es gibt ein 1,4 und es ist besser oder auf keinen Fall schlechter als ein 1,8er, dann will man das haben. Das 1,4 bringt 2/3 mehr Licht, also Lichtstärke, und Lichtstärke kann in der Fotografie fast durch nichts ersetzt werden, nur durch noch mehr Lichtstärke. Es macht einfach auch mehr Spaß, weil man mehr Spielraum hat, sagt man. Du kannst die ISOs ein bisschen weiter unten halten, du kannst noch ein bisschen besser freistellen und der Look ist wahrscheinlich, das werden wir jetzt mal herausfinden, etwas cremiger. Also das Bokeh, der Hintergrund, die Hintergrundunschärfe ist cremiger als bei einem 1,8er. Tendenziell. Schauen wir mal, ob es in dem Fall auch so ist, aber ich bin guter Dinge. Das will man in der Fotografie. Und ein 1,4er kann ich natürlich auch locker auf 1,8 oder 2,0 betreiben, was ich auch immer wieder mache. Ist ja kein Fehler. Kann ich natürlich mit einem 1,8er auch auf 2,0 betreiben, aber dann habe ich nur ein Drittel abgeblendet. Und beim 1,4er hätte ich dann vielleicht schon eine ganze Blende abgeblendet. Und das nutzt oder stützt die Bildqualität. Also tendenziell wird durch ganz leichtes Abblenden, oder vielleicht sagen wir mal eine Blende abblenden, wird die Bildqualität nochmal besser. Auch das werden wir jetzt herausfinden. Und durch diese bessere Bildqualität, dieses schärfere Bild, dieses kontrastreichere Bild, das wollen wir. Ja? Also wir verschenken keine Qualität, wir wollen sowas haben. Daher macht 1,4 durchaus Sinn. Wo ist der Nachteil jetzt beim 1,4? Also der erste Nachteil ist einmal auf der Preisliste, weil es kostet tendenziell immer um einiges mehr als eine 1,8er Version. Beim Sony ist es überhaupt ein bisschen lustig momentan, weil es gibt mehrere 85, 1,8 als auch 1,4 Optionen. Die sind aber von preislich sehr weit gestreckt. Ich werde dann die Preise gerne nach unten einblenden mit dem Stand August 2022. Ich nehme mal an, dass Sony mit einem neuen, überarbeiteten 85 1,4 Mark II irgendwann mal rauskommen wird. Noch weiß ich nichts davon, aber ich denke mal, das wird vielleicht noch ein, zwei Jahre dauern, aber dann kommt das sicher. Das ist auch einer der ältesten Linsen, soweit ich weiß, im Sony G-Master E-Mount Portfolio, und da glaube ich, wird irgendwann ein Update kommen. Bleiben wir aber beim Samyang, um das geht es uns ja. Und das Samyang reiht sich da eigentlich in der unteren Preiskategorie ein für einen 1,4er. Und ich hoffe mal, und das wird sich jetzt dann herausstellen, dass die Performance ja mindestens auf dem 1,8er Sony-Niveau liegt oder eben darüber. Also wenn es das so ist, dann muss ich sagen, kann ich sehr gut damit leben. Eine Sony G-Master Bildqualität werde ich wahrscheinlich nicht erwarten dürfen. Ich glaube, greife ich jetzt ein bisschen vor, es ist sehr gut, aber wie gesagt, Sony G-Master Niveau wird es um 800 Euro oder sprich um das halbe Geld wahrscheinlich nicht geben. Ob das der Kunde oder der Betrachter eurer Fotos jemals sehen wird, ist eine andere Frage. Ob ihr damit gut leben könnt, mit diesen kleinen, vermutlich kleinen Einschränkungen, werden wir auch sehen. Zurück nochmal zum Thema Samyang und meine Beziehung zu Samyang oder meine Liebe- und Hassbeziehung zu Samyang. Ich habe ja vor der Samyang, also ich habe schon ein paar Videos hier auf YouTube, ich kann euch die auch gerne hier antriggern. Ich habe fast alle Linsen aus der Tiny-Serie. Und verwende die auch immer mal wieder gerne. Ich weiß auch, dass die nicht High-End sind, aber die sind gut. Klein, leicht, kompakt, preiswert, gut. Dann kam Samyang mit den überarbeiteten 1,4er Versionen auf den Markt. Das hat begonnen, glaube ich, so im Frühjahr 2022 mit dem 50er 1,4 Mark II. Das hatte ich irgendwie ganz kurz in Verwendung, habe das nach einem Tag oder wenigen Tagen zurückgeschickt, weil ich einfach nicht zufrieden war. Dazu gibt es auch ein Video, verlinke ich euch, wo auch immer, verlinke ich euch auch. Ich glaube, ich werde diesem 50er noch einen Versuch geben, aber wie gesagt, die erste Kopie, die ich da bekommen habe, war nichts, und ich habe auch aktuell kein 50 1,4, um das irgendwie auch zu vergleichen, aber da war ich ein bisschen enttäuscht von dieser Geschichte. Dann kam das 35 1,4 Mark II auf den Markt, das hat mich sehr interessiert, also genauso wie das 50er hat mich das 35 auch sehr interessiert. Das hatte ich auch dann, ich glaube, ein paar Wochen in Verwendung, ging auch zurück, oder mehrere Tage, aber auf jeden Fall habe ich es auch nicht behalten. Ah, Hubschrauber-Einsatz, Großstadt. Habe ich aber auch nicht behalten und war mir auch
irgendwie nicht so richtig knackig und nicht so richtig am Punkt. Autofokus auch ein bisschen ausgelassen und so weiter. Ja, man kann die Samyang-Linsen ein bisschen abstimmen oder anpassen mit dieser Lensstation. Die habe ich auch. Aber wenn du ein neues Produkt kaufst und ihr setzt das auf die Kamera und ihr macht die ersten 50 Testfotos und von den 50 Testfotos sind 45 nicht so ganz, wie ihr das eigentlich gern hättet, dann will ich eigentlich auch nicht mehr in die Lensstation anschrauben und herumdüfteln. Das habe ich also beim 50er und beim 35er nicht gemacht, habe mich von den Dingen wieder getrennt und bin beim 35er sogar auf einen Sony G-Master umgestiegen und bin sehr, sehr happy damit. Anderes Thema, gehört auch nicht hierher. Das ist meine Geschichte, also meine Liebe-Hass-Beziehung zu Samyang. Dann ging er noch weiter, wir sind erst in der zweiten Runde. Dann kam die dritte Runde, das war das Samyang 135, 1.8, Mark 2 kann ich gar nicht sagen, weil es gab kein Mark 1, also das 135 1.8. Eine super Linse, habe ich bei fast allen Hochzeiten auch dabei, mördergut. Auch immer wieder im Preis-Leistungs-Verhältnis zu sehen. Es gibt auch für Sony E-Mount, glaube ich, keine wirkliche 135-Alternative, die irgendwie leistbar wäre. Es gibt einen Sony G-Master, also eine Top-Linse, keine Frage, glaube ich, kostet aber auch mindestens das Doppelte, wenn nicht sogar das Dreifache von dem Samyang. Okay. Also das 135er 1.8 habe ich, blieb bei mir und hat mich zufriedengestellt. Und dann war meine Hoffnung groß, dass ich sage, okay, jetzt kommt das 85er 1.4 Mark II, also sprich wieder eine neue Generation, jetzt auch vom 85er, die muss ich auch haben. Und über die reden wir heute. So ihr Lieben, und jetzt schauen wir uns einmal ein paar Musterbilder an, die mit diesem Samyang 85 1.4 Mark II gemacht worden sind. Und ich habe da ein bisschen was vorbereitet. Es ist, sage ich gleich vorab, nicht wahnsinnig spektakulär, aber es sollte doch einen Einblick geben, was diese Objektiv, also was dieses Samyang-Objektiv zu leisten vermag. Schauen wir uns ganz am Anfang mal dieses an. Ich würde euch immer empfehlen, achtet hier oben auf den Text, damit ihr immer auch gut vergleichen könnt, wo sind wir gerade und über welches Objektiv sprechen wir. Also hier haben wir in dem Fall links das Samyang und rechts ist das Sony 85 1.8. Also nicht das G-Master, sondern das 1.8er Version von Sony, die ich da immer als Vergleich herangezogen habe. Und hier oben steht ja auch immer dann die verwendete Blende, also die, mit welcher Blende es aufgenommen wurde. Und ihr seht hier auch zum Beispiel, Verschlusszeiten sind gleich, die ISOs sind gleich und die Blenden sind möglichst auch gleich und vergleichbar. Hier ein ganz einfacher Quick and Dirty Testaufbau. Wir zoomen mal rein. Ich kann das jetzt natürlich jetzt überspitzen und ihr massiv hineinzoomen, aber der erste Blick, und wir bleiben mal bei 100%, das Samyang und das Sony nehmen sich nichts. Also die Performance jetzt in der Schärfe hier in der Mitte auf diesem Schriftzug eigentlich genau gleich. Das ist schon mal die gute Information. Also ich habe auch, wie gesagt, Samyang-Linsen gehabt, die das so nicht abgeliefert haben. Aber hier passt das eigentlich sehr gut. Die Sony-Linse per se ist super. Also meine ist super scharf und funktioniert sehr gut. Aber dieses Samyang ist auch allemal gleich auf. Gehen wir gleich zum nächsten Beispiel. Das ist ein bisschen komplexer und gibt hier einen kleinen Einblick auf einen meiner Küchentische. Wir haben hier einen Schnappschuss. Hier geht es nicht um die Marke, sondern hier geht es um die Schärfe hier im Zentrum. Ja, also hier an dem Schriftzug. Das ist wieder das Sony. Das ist das Samyang bei 1.8er Blende. Also bei vergleichbar oder bei gleicher Blende. Auch hier kann ich mal reinzoomen. Und ihr seht es auch hier, es ist nahezu ident. Bei gleicher Blende, also offenblendig, also das eine ist offenblendig und das andere ist fast offenblendig. Wenn ich jetzt auch noch das Samyang mit den 1.8 und den Samyang 1.4, also der richtigen Offenblende, vergleiche, wir haben es jetzt hier oben, also rechts haben wir das totale Offenblende, also die 1.4 und hier haben wir die 1.8, beides am Samyang, dann ist das auch so zueinander fast gleich. Ich würde sagen, das 1.4er, also bei Offenblende 1.4 ist es einen Ticken weicher. Das müsste auch so sein, aber es ist so.
Aber wir sind auch hier schon bei 178% eingezoomt, also das ist schon sehr brutal. Und wenn ich mir das Ganze in einer Übersicht, also in einer normalen Auflösung hier so ansehe, sehe ich schon den leichten Unterschied, dass das 1,4er hier hinten im Bokeh oder hier an dieser Flasche oder hier hinten auch an dieser Stuhllehne doch weicher zeichnet als die gleiche Linse halt bei 1,8. Und dafür braucht man sozusagen die 1,4. Also die 1,4 sind genau dazu da, um ausreichend gut scharf zu sein und ein weiches, cremiges Bouquet zu zaubern. Hier sieht man es relativ gut hier hinten an dem Etikett von dieser Flasche. Gehen wir zum nächsten Beispiel rüber. Hier habe ich eine Aufnahme aus dem Wiener Donaupark, ja, vom Donauturm. Das ist jetzt wieder die Sony-Linse, also sozusagen die Referenz. Und hier muss ich euch noch was zeigen. Ja. Also die chromatischen Aberrationen im Vordergrund Bokeh, also dieser Baum steht wesentlich näher am Fotografen als der Turm. Hier sehen wir schon massive chromatische Aberrationen. Die Lichtbedingungen dieser Aufnahme sind auch brutal, das muss ich zugeben. Aber diese gleichen chromatischen Aberrationen sieht man auch beim Samyang. Also hier haben wir jetzt das Samyang bei 1,8, also auch vergleichbarer Blende. Auch hier haben wir diese chromatischen Aberrationen. Das macht mir persönlich aber nicht viel aus, weil ihr wisst das selber, hier haben wir dieses Korrekturmodul, Objektivkorrekturen. Hier gibt es noch keine Profile, aber hier mit der chromatischen Aberration reicht ganz wenig. Und achtet mal hier auf diesen violetten Säume, ganz wenig und die sind verschwunden. Oder ein bisschen mehr so, jetzt sind die weg. Also es ist wirklich kein Korrekturaufwand. Also das stört mich persönlich nicht. Ich habe auch bei vielen Bildern keine chromatischen Aberrationen gesehen. Auch bei der Sony-Linse, aber auch beim Samyang funktioniert wirklich gut. Aber halt in dieser Aufnahme sieht man es deutlich. Aber fairerweise muss man auch sagen, auch bei der Sony-Linse kann man es genauso einfach auch wegkorrigieren. Ist auch nicht das Thema. Schauen wir uns, also bei dieser Aufnahme ging es auch etwas anderes, und zwar wollte ich hier vergleichen, wir schauen es uns hier an, gehen wir weg, wollten es hier vergleichen bei Offenblende auf hohe Distanz. Das ist an und für sich eine Anwendung, die man in der Realität kaum macht, die aber das Objektiv relativ gut quält sozusagen und man sieht relativ leicht Schwächen auch. Das gleiche gilt auch bei absoluter Nahdistanz, aber auch bei unendlich weit sozusagen, weil der Turm, also zwischen Standort und Turm, liegen einige 100 Meter Luftlinie. Links haben wir jetzt das Sony, rechts das Samyang, hier bei 1,8 zu 1,8. Und wenn wir hier mal reinzoomen, ja, also die chromatischen Aberrationen haben wir schon erwähnt, seht ihr auch die leichten Farbverschiebungen. Samyang immer ein bisschen wärmer, Sony ein bisschen kühler. Aber also beide, also Sony Offenblende und Samyang fast Offenblende, liegen gleich auf. Also ich muss ehrlich sagen, ich konnte da keine, also fokussiert ist glaube ich hier worden auf diese Hell-Dunkel-Kante, hier kann ich fast keine Unterschiede erkennen. Hier aber wenn ich hier in der Fokusebene bin, und wir sind hier schon bei 300%, also bitte nicht vergessen, wir quälen das richtig ab, ist das Bild eigentlich ident, bis auf diesen bisschen wärmer oder bisschen kühleren Look. Also wieder eine Bestätigung, dass dieses neue Samyang zumindest auf dem Sony-Niveau performt. Leider habe ich ja diese Sony G-Master-Linse, diese 1,4er, nicht. Kann ich jetzt damit auch nicht vergleichen. Ich gehe davon aus, dass die noch ein bisschen darüber liegt. Ich gehe auch davon aus, dass die Sigma-Linse zumindest auch gleich auf oder vielleicht auch darüber liegt. Auf keinen Fall ist das Samyang aber hier irgendwie abgeschlagen. Und das finde ich schon mal sehr, sehr. Eine sehr gute Information. Was haben wir hier noch? Hier haben wir noch mal, ja, hier haben wir noch mal das Samyang in der kompletten Offenblende, also hier mit 1,4. Ich kann es aber auch hier vorwegnehmen. Es ist nahezu ident. Es ist vielleicht ein Ticken weicher, aber das muss es ja auch sein. Die nächste Aufnahme soll nur ein bisschen demonstrieren, worum geht es bei starken Offenblenden und um starken Bokeh-Monster sozusagen. Bokelicious, wie man so schön sagt. Also hier habe ich eine fast im Nahbereich, also fast das krasse Gegenteil zu der Aufnahme von dem Donauturm, ist das fast im Nahbereich, vielleicht so 1 Meter entfernt, vielleicht 1,20 Meter maximal,
fokussiert hier auf diesen Stoffteil, auf diese Mütze, also diese Strickware hier, und bei maximaler Offenblende bei 1,4, und ihr seht, dass ihr eben nichts mehr seht, das heißt, der Hintergrund ist komplett weich und weg. Man kann eigentlich nicht mehr erkennen, was es denn im Hintergrund ist, wobei ich sagen muss, dass diese braunen Flecken hier hinten sind Tische und Stühle, und die sind aber auch in der Luftlinie sicher mal 100 Meter entfernt. Klar, wenn ich das jetzt abblende, hier haben wir Blende 2.0, sieht das dann so aus. Aber, also hier sind wir jetzt bei 2.8, und 2.8 wäre so eine Blende, ja, die halt bei einem Zoom-Objektiv schon sehr offenblendig ist. Also wenn ihr ein 70-200, 2.8 habt, und ihr würdet das ungefähr bei 85 mm 2.8 betreiben, dann hättet ihr maximal so eine Hintergrundwirkung. Darum nimmt man eben Festbrennweiten, um so eine Hintergrundwirkung zu erzielen. Aber Achtung, ihr seht das hier auch sehr deutlich, also hier vorne der Stoff ist, oder der Stoff, der ist super, super knackig und super scharf, aber die Schärfe ist hauchdünn. Und hier hinten, oder ab dem ersten Drittel, nimmt sie schon ab, und eigentlich ist diese Kappe oder was das auch immer ist, schon halb oder zwei Drittel schon wieder unscharf. Wenn man das mit 2.8 macht, ist es natürlich tiefer scharf und oftmals eigentlich die bessere Entscheidung für das Objekt, nicht für den Hintergrund. Hier ist auch so eine kleine Vergleichsreihe, das ist eigentlich nur ein Schnappschuss, hier ist hier fokussiert auf diese Schlauchtrommel, wieder Offenblende mit dem Samyang 1.4. Ihr seht hier hinten ein paar Lichtpunkte, und diese Lichtpunkte sind Menschen. Wenn ich jetzt auf 2.8 gehe, kann ich das erkennen oder vermuten. Bei 1.4 ist das nicht erkennbar. Das ist auch so eine typische Anwendung. Auch hier zwischen dieser Schlauchtrommel und den Personen hinten liegen wahrscheinlich noch mal gute 60, 70 Meter. Aber ihr seht, das ist wesentlich härter im Hintergrund. Bei 2.8, und 2.8 ist noch lange nicht wirklich abgeblendet im Vergleich zu 1.4. Also 1.4 ist schon super cremig. Ihr habt hier auch eine brutale Kante zwischen Schärfenebene und unschärfen Bereich, also auch hier liegt eine große Distanz dazwischen. Und was man auch schön sieht, ist ein sogenanntes Vordergrundbokeh. Das heißt, hier die Äste im Vordergrund sind schon unscharf, dann kommt es in die Schärfenebene, es wird scharf und dann wird es wieder unscharf. Das ist ein schöner Verlauf, den man eigentlich haben will in der Fotografie. Hier seht ihr nochmal im Vergleich, also vorne, schaut mal auf das Vordergrundbokeh, hier alles noch schön weich, hier schon wesentlich härter und wesentlich präsenter. Das nächste Beispiel ist, ja, also diese Beispielbilder, das sind jetzt nicht die klassischen 85 mm Anwendungen. Das sind Dinge, die man sozusagen mit einem leichten Tele machen kann. Dazu brauche ich nicht unbedingt einen 85-1,4, das ist doch eher was für Menschenfotografie. Aber ich wollte es euch natürlich auch zeigen, man kann natürlich auch andere Dinge fotografieren und natürlich auch da sehr gut verwenden. Und so ist das auch hier. Hier bei Blende 2.0, also leicht abgeblendet, eine Blende abgeblendet. Hier schön knackig, hier das Hauptmotiv, aber seht ihr, selbst eine, zwei von diesen blauen Kugeln weiter hinten ist schon alles wieder unscharf. Hier dürfte sich ein Insekt eingeschlichen haben. Und hier haben wir so eine ähnliche, ja, das ist eine ähnliche Version mit 1.4. Also ich setze mal hier auch den krassen Unterschied zwischen Hintergrund, obwohl immer noch Offenblende. Also immer, also nicht Offenblende, aber sehr offenblendig, also Blende 2. Aber hier mit 1.4 ist hier nur mehr Farbsuppe im Hintergrund, und es ist extrem freigestellt. Das braucht man wahrscheinlich bei dieser Art von Bildern nicht. Das ist ja vielleicht die falsche Geschichte, aber es ist möglich, und ihr seht auch, wie das Bokeh sich sozusagen entfaltet. Dann habe ich hier einen Vergleich wieder zwischen dem Sony und dem Samyang. Links wieder Samyang, rechts der Sony. Auch keine typische Anwendung für diese Linse, aber warum nicht? Eine leichte Teleanwendung bei Blende 2.8. Also doch abgeblendet, jetzt ungefähr auf dem Niveau eines guten Zoom-Objektivs. Von der Lichtstärke her, und ihr seht es auch, zumindest geht es mir so, dass ich keinen Unterschied sehe. Also keinen. Es ist für mich, also es ist irgendwie die gleiche Linse, also das gleiche Ergebnis. Ja,
bisschen Farbverschiebung vielleicht, wir sind da schon bei 1000%, gehen wir mal auf normale 300% oder so. Ihr seht, es ist fast ident. Also ich kann keine großen Unterschiede erkennen, nicht einmal chromatische Operationen, aber auch bei beiden Objektiven nicht. Das hier hinten, lasst euch nicht irritieren, das glaube ich, ist eine LED-Geschichte, die irgendwie den Turm beleuchtet, aber diese Farbschlieren haben jetzt nichts, es ist keine Aussage über das Objektiv. Ja, also das würde ich fast 1:1 durchgehen lassen. Überhaupt, wenn man sich auf 100% schaut, kann man eigentlich keinen Unterschied erkennen. Was nicht gegen das Samyang spricht, eher für das Sony. Das Sony ist wahnsinnig gut, dieses normale 1,8er, aber das Samyang ist auf keinen Fall schlechter. Also dieser Ruf, den Samyang immer wieder hatte, so ja, es liegt halt unter Sony-Niveau und so weiter, ist eigentlich damit widerlegt. Also dieses 85-1,4 performt tadellos. Dann die nächste Serie, die ich hier habe, ja, hier habe ich es wieder dann versucht, so typische Anwendungen zu finden, wie man auch Menschen oder auch in Hochzeitsszenen fotografiert oder in Gruppenszenen fotografiert. Also so Distanzen, also nicht ganz so weit weg, wie wir es hier haben bei diesem Hochhaus, sondern eben so mittlere Distanzen, weiß nicht, 3, 4, 5, 6 Meter entfernt. Und hier auch nochmal näher, wie schaut das jetzt da aus? So, nehmen wir uns mal dann zwei Bilder her, die da aus dieser Serie zueinander passen. Dann müssten wir jetzt nehmen dieses hier und dieses hier. Ja. Das sind so, ja, links ist jetzt, aufpassen, links ist jetzt das Sony und rechts ist das Samyang. Das ist so eine typische Distanz, wo man auch Menschen schon fotografiert, also in meiner Hochzeitfotografie, das sind vielleicht so 5, 6 Meter entfernt, ist das so eine Distanz, wo ich eben eine menschliche Größe komplett oder einen gesamten Menschen darstellen kann. Eine typische Anwendung. Achtet hier auch auf den Hintergrund, der müsste sehr ähnlich sein, aber eben nicht gleich. Beide fahren wir hier mit 1,8 und schauen wir uns mal die Schärfe an. Ansonsten sieht das Bild am ersten Blick ja vielleicht in der Spur in der Helligkeit anders. Wir haben hier auch nicht die ganz gleiche Verschlusszeit, daher kommt das. Gut, schauen wir uns mal, fokussiert wurde hier in der Mitte auf den Text. Und ja, keine Schwäche. Also auch das Samyang wieder ist allemal auf dem Niveau des Sonys. Wir sind auch schon wieder bei 200%, also wenn wir bei 100% bleiben, allemal. Und das Bokeh hinten muss eigentlich ziemlich gleich sein und selbst da finde ich schon kleine Unterschiede. Seht ihr hier hinten diese helle Pflanze, die ist hier im Sony etwas kantiger, etwas aggressiver dargestellt und hier schon ein bisschen weicher. Obwohl, Blende gleich. Ja. Das gleiche, ja, ansonsten nehmen sich die Bilder nicht viel. Die sind sehr, sehr vergleichbar. Also auch spricht wieder eigentlich für beide Linsen, dass die da sehr gut performen. Gehen wir nochmal ein Stück näher ran. Hier sind wir schon sehr close. Nehmen wir diese beiden Bilder im Vergleich. Links wieder das Sony, rechts das Samyang. Ja, die sind ein bisschen zu dunkel, gebe ich zu. Aber von der Schärfe her, absolut vergleichbar. Absolut vergleichbar, absolut ident. Kaum Schwächen für das Samyang. Dass es viel besser wäre als das Sony, kann man sich wünschen. Aber ganz ehrlich, um 800 Euro ist das schon echt in Ordnung. Und es ist eine 1,4er Linse und ich betreibe sie hier auf 1,8. Also da wird noch was gehen. Aber hier schaut es auch das Bokeh, schaut wieder natürlich vergleichbar aus. Klar, ist ja auch alles von den Grundwerten vergleichbar. Spannender wird jetzt mal hier, das ist zwar überhaupt kein spannendes Motiv, mit dem ich euch hier kurz beschäftigen will, aber es ging mir hier um ein bisschen Hintergrundbokeh. Hier ist das Sony, das ist ein bisschen gemein jetzt, auf der rechten Seite ist das Sony, Achtung, hier auf der rechten Seite ist das Sony und auf der linken Seite das Samyang, Offenblende, beide Offenblende mit 1,4 und hier mit 1,8. Das sieht am ersten Blick sehr ident aus. Fokussiert wurde hier auf die Mitte der blauen Tafel. Das gebe ich zu, es schaut ident aus. Und wenn ich da jetzt reinzoome, die Tafel, ja, die Schärfenebene, okay, alles klar, kennen wir.
Aber achtet jetzt mal hier auf das Hintergrundbokeh und hier auf diese sogenannten Light Bubbles und auf diese Lichtpunkte, auf diese Reflexionspunkte. Und hier sieht man schon relativ deutlich, dass das Sony kleinere und härtere von diesen Punkten hat und das Samyang eben mit der 1,4er Blende wesentlich weicher ist. Das gesamte Bokeh wirkt gerade auch hier direkt über der Tafel. Seht ihr hier wirkt wesentlich weicher im Samyang. Ja, ansonsten, also hier kann man das deutlich erkennen. Auch diese Bubbles sind runder im Samyang. Und hier, ja, sind sie auch rund, das will ich nicht sagen, aber sie haben so einen Rand und eine Füllung. Ja. Hier seht ihr in einer Farbe, wir sind aber hier schon sehr stark wieder eingezoomt, möchte ich auch sagen. Aber es wirkt wesentlich härter. Das sieht man hier ganz deutlich, auch hier. Hier, also das ist, und die Bilder sind alle entstanden innerhalb von 30 Sekunden. Also das ist wirklich die gleichen Lichtbedingungen. Ja, also das ist der Grund, warum das Samyang ein bisschen mehr diesen Pop-Effekt hat. Also es ist vielleicht sehr diffizil und vielleicht ist auch nicht für jeden Mann erkennbar, aber ups, weg da, da sind wir noch nicht, da sind wir. Aber dieser Pop-Effekt, dieses Rausstechen durch diese Schärfenebene und das Verhalten des Bokehs, finde ich beim Samyang einfach stärker. Muss es ja auch, ne? Bei 1,4 müsste das so sein und es ist es auch so. Also hier jetzt mal im großen Bild gesehen, also hier Samyang weicher und dieses blaue Schild poppt mehr heraus und beim Sony ist alles ein bisschen unruhiger. Aber klar, das ist auch einfach der Blende geschuldet und auch der ganzen Konstruktion, also eine 1,4er Linse ist schon nochmal was anderes. Und zu guter Letzt habe ich hier nochmal einen Schärfetest gemacht und zwar genau hier auf diesem Punkt, auf diese Kante, also über diesen Übergang von Schwarz zu Weiß. Ihr seht auch, dass ihr keine chromatischen Operationen seht. Also ist auch wieder mal, oder ganz sanft hier, da unten sehe ich ein bisschen einen violetten Schimmer, aber das ist alles komplett beherrschbar. Also dieses erste Bild hier ist das Sony, das ja gewohnt gut performt, hier mit Offenblende 1,8 Hintergrund, schaut euch auch hier den Hintergrund an und auch die Schienen, die hier laufen. Und dann haben wir hier das Samyang, nehmen wir es mal gleich auf, 1,8 zu 1,8. Dann habt ihr auch hier den direkten Vergleich. Also jetzt ist wieder links das Samyang und rechts das Sony. Ups, das sind ein bisschen versetzt, aber wir sind hier auch schon sehr hineingezoomt. Ja, das ist schon sehr, sehr... Also die nehmen sich da nichts. Beide offenblendig. Ah, beide bei 1,8, Entschuldigung, beide bei 1,8. Das ist praktisch ident. Ja, vielleicht sogar mit einem leichten Vorteil zum Samyang hin. Und das letzte Bild, was ich euch noch zeigen könnte, ups, geht das nicht. So. Das letzte Bild wäre dann jetzt die Offenblende-Version. Also wir haben hier Samyang 1,8 und Samyang 1,4. Nochmal verglichen, das sind so die typischen Blenden, die man eigentlich verwendet. Also wenn man eine Offenblende hat von 1,4, dann bewegt man sich von 1,4 bis vielleicht 2,4, 2,8. Aber mehr wird man wahrscheinlich nicht abblenden, außer man ist jetzt in der Landschaftsfotografie. Aber in meiner Welt, wenn es um Menschen geht, bewegt man sich also in diesem Blendenbereich. Und darum habe ich auch immer relativ offenblendige Testfotos hier gemacht. Und wenn ich mir das jetzt ansehe, dann ist das auch absolut... Also Samyang zu Samyang sozusagen, aber einmal mit Offenblende 1,4 und einmal mit 1,8 ist das, ja, also ich merke da kaum einen Abfall, weil ich jetzt komplett offenblendig bin. Oder einen Vorteil, weil ich ein bisschen abgeblendet habe. Also die nehmen sich, also nicht die nehmen sich nicht, sondern das Ding ist geil. Kernaussage ist, das Objektiv rockt. Und hat mich bis jetzt eigentlich noch nicht enttäuscht. So ihr Lieben, das war's mit meinem ersten Eindruck vom Samyang 85 1.4 Mark II für Sony E-Mount. Für mich passt das Objektiv sehr gut. Es liefert so ab, wie ich mir es erwartet und erhofft habe. Und ich denke mal, es ist auch aufgrund seiner Lichtstärke und seiner Positionierung allemal seinen Preis wert.
Also wer so eine Linse sucht, ein 85 1.4 für die Sony E-Mount, der ist da sicher ganz gut aufgehoben. Wer nicht ganz die Performance eines 1.4ers braucht, der vielleicht mit 1.8 auch gut leben kann, der hat eine Menge Alternativen am Markt. Da gibt es Sony und Zeiss und Bildrox und so weiter. Also da gibt es einige Alternativen. Aber wer ein 1.4er haben möchte, der ist dort definitiv gut aufgehoben. Also von mir aus eine klare Empfehlung. Ich werde das Teil jetzt noch weiter testen. Es wird sich auch bei meinen nächsten Aufträgen im Rucksack befinden. Ja, und werde an dieser Stelle auch wieder berichten. In dem Sinne, alles Liebe, euer Christian, der Fototrainer. Helft ein bisschen mit, den Kanal ein bisschen größer zu machen, ein Abo dazulassen und unterstützt mich dabei. Alles Liebe, immer gut Licht. Servus, tschüss und baba.